Emerald's Forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest, life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. Not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live. To figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. Hallo und auf YouTube willkommen zu Detroit Become Human. 9. November 2038. Marcus. Unsere Botschaft wird überall gezeigt. Wir haben, was wir wollten. Jetzt wissen Sie es. Sie sehen Marcus' Botschaft als Drohung. Er tat das Richtige. Das ist die einzige Sprache, die Sie verstehen. Gewalt kann nie die Lösung sein. Eine Konfrontation führt nirgendwo hin. Man wird uns beobachten. Was immer wir tun werden, wir müssen an die öffentliche Meinung denken. Seit der Übertragung kommen immer mehr nach Jericho. Die Botschaft hat zumindest Hoffnung verbreitet. Menschen zu töten war nicht unser Plan. Sie töten unser Eins jeden Tag. Glaubst du, das macht ihnen etwas aus? Das ist kein Grund, zu Mördern zu werden. Wenn Töten der Preis der Freiheit ist, zahle ich ihn gern. Zu töten bringt niemals Freiheit. Es führt nur zu mehr Hass. Du magst Menschen zu gern, Josh. Vielleicht ist dir ihr Leben wichtiger als unseres. Wenn du glaubst, dass das Töten von Menschen uns die Freiheit bringt, bist du nicht besser als sie. Das reicht. Nein, das ist nicht der Weg. Und was machen wir jetzt? Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Und die Polizei. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. So, Mann. Okay, so. Und da waren wir wieder. Bald. Und weiter geht's. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Habe ich lange gewartet.
danger. Keep up. Sie sind weg. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. We build your future. Der Laden ist hier drüben. Frei. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Commemorate invention of androids, which released humanity from the bounds of labor, setting man free to pursue highest goals and scale the highest of living love and leisure. Wir sind ihnen überlegen, doch sie beherrschen uns? Das wird sich jetzt ändern. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Sichere das Gebiet. Dringend entlang. Siehst du das Alarmsystem? Datenreise verarbeitet. Überwachungskamera, Netzwerk, Gerät, ID, bla. Gefunden! Wo fangen wir an? Auf zum Sicherheitssystem. Ich glaube, wir können es deaktivieren. Los, mir nach! Zugang gefunden. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Thank you.
Netzwerk Cyberlife, nicht ein Block. Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir nur schwer ran. Reichweite. Wir werden es merken. Wir brauchen eine Blockade für den Verkehr. Eine Einbahnstraße, das sollte einfach sein. Blockade die Straße. Du bist jetzt frei.
jetzt stört uns keiner mehr. Nein. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Und wie willst du das anstellen? Wir suchen uns einen Laster und rammen die Fassade. Einen Laster? Es ist eine Baustelle in der Nähe. Da finden wir bestimmt einen. Da ist er. Sieht ein Laster. Worauf warten wir noch? Hau rein. Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Was würdest du nur ohne mich machen? Wäre einfach dagegen gefahren. Gib Stopp! Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Ihr seid frei. Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen.
bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Es ist eure Wahl. Die Entscheidung liegt bei euch. Nice. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Dann folgt mir! Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Nein! Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Wir brauchen keine Meister mehr. Wir sind frei. Thank you.
die einzige Sprache, die sie versteht. Und ich will, dass sie verstehen, aber ich will keinen Krieg anfangen. Sie hören nicht zu, wenn sie keine Angst haben. Sie werden keine Nein. Wahl haben. Alle Teams haben ihre Mission bewältigt, Marcus. Sie kommen. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Go, go, go. Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Das du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Nein. Es sei denn, es geht nicht anders. Getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Gelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation
Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Capital Park. Starke Botschaft senden. Pazifistische Botschaft. Polizist. Polizeistreif erscheint. Verschonen. Molotov-Cocktail ablehnen. So, jo, und das war's heute gewesen mit dem Livestream von Detroit Become Human. Und mal schauen, nächstes Mal, wie es weitergeht. Merci vielmals fürs Zuschauen. See you, Don Rico 44.